Willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Full Day of Eating auf Reisen in der Bodybuilding-Welt. Erstens mal vorweg, nein, ihr solltet das nicht nachmachen und ja, das ist abnormal. Ihr könnt euch die ganzen Kommentare sparen, man kann auch mal einen Tag Pause machen. Leute, ich bin in der Prep, wir haben noch ein bisschen mehr als 3 Wochen. Ich habe keine Zeit, um einen Tag Pause zu machen oder einen Tag zu entspannen, weil wir werden zu 100% das beste Paket auf der Bühne abliefern und da gehört jeder Tag dazu und da gehört kein Tag Pause dazu. Jetzt geht's aber eher nach Zürich. Denn wir fliegen jetzt nämlich heute nach Berlin. Naja, ist jetzt nicht der schönste Ort, an dem man fliegen kann, aber wir haben ein bisschen Arbeit dort zu tun. Wir haben ein paar Videodrehs, die wir machen. Wir treffen uns mit Johannes. Johannes guckt die Form auch nochmal in echt an, wie das Ganze läuft, wie es aussieht mit der Bühne. Und dafür müssen wir halt nach Berlin. Im Regio Express 37 nach Lenzburg. Oh yes, Baby. Danke vielmals, dass ihr den Zug fahren dürft. Ich bin, ja, heute jetzt irgendwie um 4:30 oder noch früher, nee, sogar noch früher, 4 Uhr irgendwas aufgestanden, um den Flug um 8 Uhr zu catchen. Und dann verpissen wir uns am Abend direkt wieder, weil, ja, längere Zeit in Berlin. Kann ich drauf verzichten. Liebe Grüße gehen raus an alle meine Berliner. Da der Tag für mich heute aber einiges länger sein wird als alle anderen Tage, weil ich nicht vor 0 Uhr ins Bett komme und wie gesagt um 4 halt schon aufgestanden bin, müssen wir die Mahlzeit ein bisschen mehr auseinander zögern. Das heißt, ich warte mit meiner ersten Mahlzeit zuerst mal ein bisschen, weil das zu unverständlich war. Das heißt, ich habe bis jetzt noch nichts gegessen. Die erste Mahlzeit gibt es erst beim Flughafen. Was es aber für mich gibt, ist mein Daily, denn diesen Bad Boy gibt es jeden Morgen. Und es ist ein absoluter Treat, das ist absolut geil. Auf jeden Fall sehen wir uns beim Flughafen, wenn es meine erste Mahlzeit gibt. Wir haben so früh am Morgen, die ganzen Läden sind noch nicht mal auf. Ich bin bodenlos, wirklich bodenlos. Run, run, run. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir hier bei der Security all unsere Sachen behalten dürfen. Hühnchen, was dabei ist, Eierwasser, wir haben Essen dabei. Ich liege jetzt noch nicht den kompletten Full Day of Eating, aber mal gucken, ob alles durchkommt. Das Ding will ich nicht wegwerfen, das muss nur gewünscht werden. Alle unsere Sachen haben sie überlebt. Das ganze Essen ist noch da. Sogar die Eier haben sie überlebt. Let's go. Oh, jetzt habe ich ein bisschen was geleakt. Auf jeden Fall ist das nicht, was in unserem Full Day of Eating drin ist. Junge, sieht das lecker aus. Okay, wir haben es ans Terminal geschafft. Das heißt, jetzt gibt's Meal Nummer 1 endlich. Ich bin ganz ehrlich, dieser Walk hier allein zum Flughafen hat mich jetzt schon richtig gekillt. Ich habe gar keine Energie mehr. Kurz Real Talk an dieser Stelle, das ist wirklich das Härteste an dieser Wettkampf-Prep, ist einfach der Mangel an Energie. Es ist einfach anstrengend zu laufen und ich merke es auch, wie alle mich gefühlt überholen. So eine alte Omi überholt mich und läuft schneller als ich. Aber weil jeder Schritt anstrengend ist. Ihr könnt es euch vorstellen, wie ein Auto mit 3% Sprit drin. Es fährt nicht mehr richtig. Es funktioniert aber nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt das erste Meal, worauf ich richtig Bock habe. Scheiße. Ich wollte jetzt gerade anfangen zu essen, aber es ist schon Boarding. Ich muss jetzt auf den Flieger. Och Mann. Dann essen wir das Ganze alle im Flugzeug. Ich habe Hunger. Jetzt geht's in den Flieger. Let's go. Hallo, morgen. Hallo, morgen. Wir haben es geschafft. Wir sind am Sitzplatz. Naja, irgendwie habe ich das nicht so ganz durchdacht, dass ich Economy fliege in EasyJet und hier praktisch keinen Platz habe und das meine ganze Ablage ist und ich jetzt irgendwie hier essen will und auch noch hohe Menschen neben mir sitzen. Bisschen eng. Wenigstens habe ich einen Fensterplatz. Meal Nummer 1, was haben wir hier? 150 Gramm Hähnchen, 3 Reiswaffeln und ja, 3 Reiswaffeln ist ziemlich wenig, wir sind Low Carb. Dann haben wir noch für die guten, gesunden Fette 15 Gramm Nut Butter und einen Isoclear. Für alle, die meinen anderen Full Day of Eating gesehen haben, der normale, wo wir nicht irgendwie im Flugzeug waren, ihr wisst's,
eigentlich sieht die Mahlzeit praktisch gleich aus. Der einzige Unterschied ist, dass wir keine Eiscreme haben, keine Protein-Eiscreme, um genau zu sein, sondern einen Isoclear, einfach weil wir das viel besser mitnehmen können. Und das ist auch meine Empfehlung an euch alle, wenn ihr am Reisen seid, ihr müsst nicht so einen Scheiß machen. Mache ich jetzt nur, weil ich hier in der Wettkampfvorbereitung bin. Normalerweise könnte man einfach irgendwas Normales mitnehmen, wie ein Brot oder so. Und dann halt ein Isoclear, um die Proteins, um die Gains zu safen. Aber wir nehmen das Ganze ernst, wir holen das Maximale raus. Es gibt kein 80%, es gibt nur 100% und so sieht 100% aus. Und ja, Leute, die Nutbutter wird aufs Gramm genau abgewogen, denn das ist wichtig und wir machen alles so präzise, wie es geht. Okay, ging gleich ab. Wir haben den Flug überlebt, sind in Berlin angekommen und jetzt geht's zum Bunker. Eine fette, geile Rückensession ballern. Im Bunker angekommen gibt es jetzt die nächste Mahlzeit, die Pürkopf-Mahlzeit, auf welche ich richtig Bock habe. Ich merke schon, mein Magen, der knurrt die ganze Zeit und sagt mir, ey, Bro, iss mal wieder was. Du hast noch nichts gegessen heute, bist schon seit 7 Stunden wach und hast irgendwie 3 Kalorien in dir. Das heißt, es gibt jetzt sogar 6 Reiswaffeln. Oh Mann, ist nicht viel, aber ist trotzdem gut. Dazu nochmal 150 Gramm Hühnchen, diesmal 20 Gramm Nutbutter und 100 Gramm Beeren. Darauf habe ich richtig Bock, plus eine Prise Salz. Auf Salz habe ich auch noch Lust, das ist sehr, sehr geil. Ich sehe hier auch gerade, guck mal. Hier ist auch gerade eins Johannes angekommen. Moin Johannes, wie geht's? Gut, Mann, gut. Sehr, sehr nice. Vorhin schon gespannt, live. Also jetzt geht's ans Essen. Alter, ihr glaubt mir nicht, wie Bock ich da jetzt drauf habe. Reiswaffeln, Hähnchen, alles. Und ihr auch schon mal bereit? Nachher gibt's dann gleich auch das Pre-Workout, weil wir trainieren den gleich. Einmal Crank One Pro, einmal Crank. Und im Training gibt's hier Aminos. Ich liebe diese Proben, um ehrlich zu sein, sehr. Für das Reisen ist einfach ultimativ praktisch, weil jetzt die ganzen Packungen da mitzunehmen, hätte ich keinen Platz hier gehabt und da, also ihr wisst, da braucht kein Platz, aber so eine ganze fette Isoclear-Packung, da ist mein Handgepäck da, reicht nicht. Boah, hier Nutbutter auf die erste Reiswaffel, lecker. Kann sein, kann schon durchlaufen, alles gut. Nutbutter, Reiswaffeln, Hühnchen und Beeren. Jo, Verdauung verlangsamen, weil sonst brenne ich durch 6 Reiswaffeln ziemlich schnell durch. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, bei der ersten Mahlzeit waren die Kalorien schon eingeblendet. Ich hab keine Ahnung, was das genau für Kalorien sind. Boom, ihr habt sie eingeblendet, Makros, Kalorien, alles. Ich weiß genau, was ich esse und in der Prep ist es halt so, ich schaue nicht nach Kalorien genau, wie viele Kalorien, wie viel was auch immer, wie viel Gramm Kohlenhydrate, sondern wenn wir pushen müssen, dann geht noch eine Reiswaffe weniger weg, dann haben wir noch 5 Reiswaffen zum Beispiel jetzt. Oh, Leute, das ist so unglaublich geil. Gebt euch mal dieses Sandwich. Einfach Hühnchen-Reiswaffel-Sandwich. Ja, ja, funktioniert so halb gut. Und der Crank One Pro. Leute, ich bin euch ganz ehrlich, dieser Cherry-Flavor ist auch geil. Schlägt Strawberry-Kiwi nicht, aber ist auch geil. Jetzt aber, Training. Jawohl, jawohl. Und wie in jedem Training werden sie jetzt die Aminos reingezogen. Hier, Probepackung, lecker Schmecker. Heute haben wir Geschmack Fresh Cherry.
Und Leute, ihr wisst, bei ESN gibt es mit dem Code Jeremy immer maximalen Rabatt. Und zusätzlich supportet ihr mich, so wie diese Wettkampfdiät. Also, Kuss geht raus und Code Jeremy to the moon. Prost. Piece of what you do receive. Tell them wrist too silly, yeah. Numbers crack the billy, yeah. Don't need no dilly. I'm too fresh, I feel like Willie, yeah. Fill the duffels up the sign, I need a milli, yeah. I'm about to take off and I know that I'm on their radar. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, 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 we on your radar. Also Boys, Dreh, Training, alles durch. Jetzt geht's ins nächste Gym, denn es steht noch ein zweiter Dreh an im High Five, McFit, was auch immer, irgendwo anders auf jeden Fall. Und da ist dann auch der gute Robin und der vegane Moritz, der nicht mehr vegan ist irgendwie, der ist jetzt vegetarisch. Keine Ahnung, was bei dem los ist. Auf jeden Fall sind die Sachen gepackt und da gibt's dann auch gleich mein nächstes Meet. Genau, der Sockstand, Jeremy, du spielst auch vorne mit uns. Nein. Meal Nummer 3. Wir haben hier 6 Reiswaffeln, 150 Gramm Hühnchen, Kreatin und Beeren. Wir dürfen hier leider nicht die ganzen essen, denn die Hälfte dieser Beeren gehören zum nächsten Meal. Leider. Aber wir dürfen die Hälfte essen. Das sind 100 Gramm Beeren. Makros habt ihr hier eingeblendet. Kalorien, alles. Was auch immer. Ich gönne mir das Ganze jetzt, denn ich habe Bock. Aber zuerst mal wird das Kreatin sich reingezogen. Und das an dieser Stelle ist auch noch euer Kreatin-Reminder. Vergesst es nicht. Gucken, was ich mir hier für ein geiles Sandwich oder was auch immer das ist, gebastelt hat. Johannes, rate mal meine Reiswaffelbrot mit Hühnchen. Das ist eine ganz klare... Bodybuilding 10 von 10, normalen Menschen 1 von 10. Avocado fehlt noch. Ja. Avocado. Ich noch lange filmen, weil ich sage Sachen, die ich nicht gerne auf Kamera hätte. Wir haben ja so einen Flow. Wie das, was wir jetzt haben. Richtig geil. Wir sehen uns bei der nächsten Mahlzeit. Bodybuilding ist geil. Mit Szenario, hier auf dem Wettkampf. Komm, hier auf dem Wettkampf. Pushen. Da. One big, four key. Back. Damn it. Listen. Schön. Die Kontur ist eigentlich selbst hinten an. Der Kraft kommt nicht mehr raus. Schön, 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 schön. Dass die Beine super, super, super lang laufen. Das ist immer so vorne. Genau, wenn du auf der Bühne stehst, die ganze Zeit. Du kostest die Beine, du kostest die Beine. Schön. Zwei Schweizer hier hinterher. Komm, die auch. Komm, Wahnsinn. Sieht doch gut aus, oder? Schau, gibt's auch. Schönste. Also, der Dreh mit Johannes ist durch. Vielleicht wurde ja noch das ein oder andere Posing Reel aufgenommen, wo ihr mir bei Insta reinfolgen könntet. Jeremy.wiederkehr, dann verpasst ihr das nicht. Aber. Jetzt geht's zum geilsten Part des ganzen Tages gefühlt. Essen. Also eigentlich ist nicht der geilste Part, aber darauf, wo ich mich richtig freue, denn ich habe Hunger, denn ich bin... Ihr kennt ihn. Let's eat. Ihr seht, wir sind im Flugzeug angekommen und hier gibt's Meal Nummer 4. Und ja, das ist für sehr viele wahrscheinlich ungefähr so gut wie, nee, nicht mal so gut wie ungefähr, sondern für alle ziemlich ein weirdes Meal. Denn wir haben hier erstens 3 Eier, dann noch die 100 Gramm Beeren. Das ist noch der normale Part. Wir haben hier nämlich auch noch einen Salat. Und ja, ich esse den Salat einfach so, ohne Soße, ohne irgendetwas, weil ich nichts habe und das nicht mitnehmen habe können im Flieger. Und ja, das funktioniert halt nicht. Aber ich halte mich an meinen Mealplan. Und mein Mealplan sagt mir Salat. Dann esse ich Salat. Call me weird, call me obsessed, call me... Ist mir alles scheißegal. Wird gegessen jetzt. Guck mal, ich habe hier ein Ei. Ich glaube, meine ist auch erklärt. Eier sind so geil.
Lungulung, Eier sind so eine geile Erfindung. Jeder von euch sollte mindestens 3 Eier am Tag essen. Jeden Tag, 100%, egal was es ist. So wollen wir vegan sein. Um ehrlich zu sein, frage ich mich jetzt schon ein bisschen, was die anderen Leute über mich denken. Weil das ist schon ziemlich weird, was ich hier mache. Irgendein YouTube-Video hier aufnehmen, einen Salat essen und irgendwelche Eier, aber... Aber eigentlich... Echt wirklich, was du da machst. Okay. Aber um ehrlich zu sein, interessiert es mich nicht wirklich, weil ich habe meine Ziele vor Augen. Ernährung gehört halt zu den Zielen dazu. Ein pro Tag höchstens. Okay. Das ist einfach Cholesterin, oder? Das ist einfach zu viel, mehr als ein Ei. Dann sterbt ihr, wenn ihr mehr als ein Ei esst. Tot. Ich weiß, ihr liebt die Makros, daher habt ihr die ganzen Dinger hier noch eingeblendet. Kalorien, Protein, Fett, alles was auch immer. Ihr habt ja wieder mal keine Kohlenhydrate, weil wie gesagt, wir sind in einer Wettkampf-Diät. Ist heavy, aber vielleicht können wir jetzt dann irgendwann abfliegen. Die ganzen Leute warten alle schon. Aber naja, wir sehen uns bei Meal 5. Und das ist zu Hause. Und darauf freue ich mich. Gewisse von euch wissen schon, was Meal 5 ist. Und es ist lecker. Back home. Endlich, Alter, jetzt hat's auf dem Nachhauseweg auch noch angefangen zu regnen, was mich natürlich auch noch sehr gefreut hat. Geiler Abschluss. Was aber wirklich ein guter Abschluss ist, eine Packung Cottage Cheese und eine Ninja Creamy Eiscreme. Ja, das ist ein wirklich, wirklich geiler, schöner Abschluss. Es wird sich jetzt genossen mit ein, zwei geilen YouTube-Videos. Wie dem YouTube-Video hier. Also, falls ihr dieses Video als ein geiles YouTube-Video einstufen würdet, dann folgt rein, vergesst nicht zu liken und... Schreibt in die Kommentare Protein Cream. Das hört sich so falsch an. Aber Hashtag Protein Cream in die Kommentare sind die Warnmacher und euch, die die Videos komplett anschauen und nicht nur ein bisschen skippen, bla bla bla, sondern die Warnmacher, die schauen komplett und schreiben in die Kommentare Hashtag Protein Cream. Hört sich zwar falsch an, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Und die anderen Leute sind alle verwirrt. Auf jeden Fall gibt es dazu noch ein Hydrate, weil es fucking lecker ist. Ich habe da richtig Bock drauf. Boah. Auch hier Makros. Magic, wie ich so Makros einfach in die Luft zaubern kann. Auf diese Eiscreme habe ich mich ungelogen seit dem Moment, wo ich vom Drehort, also vom McFit, in den Zug eingestiegen bin, auf den Nachhauseweg. Also nicht in der Schweiz, sondern in Berlin noch, wo ich zum Flughafen gefahren bin mit dem Zug. Da habe ich angefangen, mich schon auf diese Eiscreme zu freuen. Das ist so geil. Ich hoffe, euch hat der Full Day of Eating gefallen und an nächster Stelle will ich nochmal wirklich ganz kurz einen Real Talk halten. Denn das, was ich jetzt hier heute gemacht habe, ist nicht, was ich euch weiterempfehlen würde. Nicht, was ihr machen solltet. Und nicht, was gesund, gut oder irgendetwas ist. So wie diese komplette Wettkampfvorbereitung ist nicht etwas, wo ihr euch ein Vorbild nehmen solltet. Beziehungsweise zu einem gewissen Maß solltet ihr euch ein Vorbild annehmen. Ihr solltet euch ein Vorbild nehmen im Sinne von, ihr könnt im Zug einen Isoclear rausholen, eure Protein safen. Ihr könnt, wenn ihr irgendwo in einer Pizzeria seid und eine gute Mahlzeit aus einer Pizza machen wollt, euch einen Isoclear mitnehmen und somit eine proteinreiche Mahlzeit aus dieser eigentlich ziemlich Müllmahlzeit machen und damit in eurem Fitness, in eurem Bodybuilding, in eurem Muskelaufbauzielen weiterkommen. Und das ist nicht was Schlechtes. Aber ihr müsst es nicht irgendwie übertreiben, so wie ich. Außer ihr seid vielleicht 3-4 Wochen von irgendeinem Bodybuilding-Wettkampf out. Und ja, dann muss man halt machen, was man machen muss. Aber ich bin euch auch ganz ehrlich, wenn ich diesen Wettkampf durch habe, danach in der Off-Season werde ich das nicht mehr so machen. Und dann wird es ganz einfach gemacht. Ein paar Reiswaffen werden gegessen, dann noch Isoclear für die Proteins rein und für die Fette. Vielleicht dann irgendwo in ein Restaurant oder am Bahnhof oder irgendein Brot oder irgendwas ganz simpel. Man muss es wirklich nicht so kompliziert machen, so alles. Es geht viel einfacher, das werde ich euch dann auch zeigen, wenn wir wieder in der Off-Season sind. Darauf freue ich mich schon, weil das heißt mehr Essen. Aber ich bin raus. Peace out.